Ja, herzlich willkommen im Fabriktheaterbüro. Ich bin Michael Schröder, ich bin einer von den drei Leitern vom Fabriktheater. Ich bin im Moment leider der Einzige, der da ist von unserem Dreierteam. Der eine wäre Sylvie Suschno, Sylvie von Kennel und Michael Rüegg. Da hockt Miriam Sutter, unsere taffe Mitarbeiterin, die alles erledigt, was wir nicht können. Und das ist recht viel. Genau. Ja, da arbeiten wir. Da ist unser Büro. Da tun wir das ganze Zeug planen, programmieren. Tun, alle administrativen Abläufe abwickeln. Genau. Da sind wir. Ja, vielleicht kann man da noch ein bisschen umschauen. Und nachher können wir so schon mal runtergehen in die Probebühne. Wir haben nämlich noch die Probebühne, zwei Räume. Und wir haben das Fabriktheater, wo wir vielleicht einen kleinen Blick hineinwerfen können. Da sind gerade Leute am Proben. Okay. Ab die Post. Genau. Da, unser Plakat, geh doch ins Theater, du Affe. Freundliche Aufforderung, sich vielleicht ein bisschen mehr mit Kunst auseinanderzusetzen. Genau. Genau, da ist die kleine Probebühne. Da hat es Soundmaterial. Man hat doch relativ viel Licht drin. Amix Bands, die unten lärmen, von der Proberäume unten dran. Das stört zum Teil Proben, aber damit muss man sich abfinden. Genau, ja. Und dann können wir vielleicht den grösseren noch anschauen, den grösseren Proberaum. Da ist noch eingerichtet von einer Projektion, die gerade am Proben ist. Ja, genau, das ist der grosse Proberaum, wo vor allem auch Tanzprojektionen proben, weil da haben wir den Tanzteppich auch drin und der ist etwas grösser vom Platz her. Für Produktionen auch mit mehr Leuten, wo man probiert, da immer da einzuteilen. Genau, sonst ist es ein bisschen eng im anderen Raum und die Luft wird dick. So, das waren die Proberäume und jetzt gehen wir runter zum Theater. So, da sind wir vor dem Fabriktheater. Das ist eigentlich der Ort, wo wir am meisten produziert. Wir machen zum Teil auch Sachen in der Aktionshalle machen und hin und wieder im Clubraum oder im Bachstein. Aber das ist eigentlich unser Hauptspielort. Und jetzt ist aber da Produktion drin und Proben. Jetzt schauen wir mal rein. Die sind kurz vor der Premiere. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht stört. Ich will reinschauen, ob sie da am... Ja... Ich glaube... Wir müssen mal ganz fein nachher klopfen gehen, ob wir da rein dürfen. Ich probiere mal zu klopfen. Wir haben 20 Minuten am Ende. Okay, gut. Wir brauchen auch nicht. Ja, das wäre unser kleiner Rundgang vom Fabriktheater. Ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für unser Programm. Also wir machen sehr unterschiedliche Sachen, von Kindertheater bis sehr experimentellen, relativ extremen Theaterprojekten. Wir haben das Restspiel im Frühling, wir haben das Tanzfestival im Herbst, das Theaterspektakel ist bei uns. Wir haben viele Produktionen von Zürich, die hier rauskommen. Und ja, kommt doch schauen. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Garantiere ich euch.